Wir starten in dieser Saison wieder in der zweiten Wasserballliga West. Da sind wir amtierender Meister. Entsprechend gab es für uns halt auch nur ein Saisonziel, Meisterschaft verteidigen. Im Sport setzt man sich ja immer gerne neue Ziele und Herausforderungen. Hätte uns auch keiner abgekauft nach der letzten Saison, nicht zu sagen, wir wollen den Titel verteidigen. Ja, man bereitet sich ja mal 3 Monate im Prinzip vor, relativ lange, und man freut sich einfach, dass man dann wieder spielt, dass die Saison wieder losgeht, dass man auch gucken kann, wo man steht in der Liga, weil die Mannschaften sich doch von Saison zu Saison leicht verändern. Bei uns ist das auch der Fall. Und da freut man sich einfach richtig drauf, die ersten Spiele wieder zu machen. Das wird natürlich unser Wasser viel gedrückt, viel gezogen, vor allem in der Center- und Center-Verteidigungsposition. Wird auch viel an der Badehose gezogen, sich vorbeigezogen, und im Prinzip, wenn der Ball da ist, ist schon eine Menge erlaubt. Und deswegen ist das schon sehr hart, Sportart, über Wasser zu bleiben. Wie viele blaue Flecken nimmt man da mit nach Hause? Das meiste merkt man im Spiel selber nicht, weil man einfach Adrenalin im Körper hat. Aber nach dem Spiel fühlt man es schon. Das meiste tun die Rippen oder die Schulter am nächsten Tag weh. Wir haben einen tollen Neuzugang bekommen. Das ist der Karim Salam. Der ist mehrfacher ägyptischer Nationalspieler, dort auch lange Jahre Kapitän gewesen der Nationalmannschaft. Der hebt halt die Mannschaft auf ein neues Level und gibt da seine Erfahrungswerte halt auch auf die vielen jungen Spieler weiter, die wir hier auch haben.